wenn ihr einen Festnetzanschluss von eurem Telefonanbieter habt, jetzt nehme ich mal hier im Beispiel die Telekom, dann habt ihr oft das Glück, SIP-Einwahldaten zu haben. Das hat den Hintergrund, es gibt Routerfreiheit in Deutschland, ihr könnt euren Router selbst wählen und damit die Telefonie funktioniert, braucht ihr dort spezielle Zugangsdaten. Und die muss euch euer Provider in der Regel aushändigen. Bin mir nicht sicher, es kann sein, dass zum Beispiel bei den Kabelanbietern, dass es da wieder anders aussieht, aber bei den normalen Telefonanbietern wie jetzt Telekom oder so oder 1&1 gehe ich eigentlich davon aus, dass die SIP-Daten bereitstellen. Dann googelt ihr einfach euren Anbieter, also zum Beispiel T-Online und hängt noch SIP an oder Voice-over-IP-Einwahldaten. Dann solltet ihr die finden. Link für die Telekom habe ich jetzt natürlich mal in der Videobeschreibung, da gibt es den schon. Ich bin jetzt hier auf dem Handy unterwegs und scroll hier mal durch die Seite. Und was uns natürlich interessiert, sind hier diese allgemeinen Einstellungen. Hier steht drin, wie wir uns anmelden können über eine SIP-Software, ein SIP-Telefon, gibt ja da alle möglichen Varianten. Und das Coole ist eben, man kann das vom Handy aus machen und im Grunde kann man da mit seinem Hardware-Telefon zu Hause komplett ersetzen. Man kann Anrufe empfangen auf seiner Festnetznummer und kann Anrufe wählen. Und das natürlich zu den Konditionen, die man im Vertrag vereinbart hat. Jetzt hier bei der Telekom zum Beispiel normale Festnetz-Flatrate. Also habe ich, wenn ich das in mein Handy eintippere und von zu Hause aus telefoniere, eine Festnetz-Flatrate. Warum zu Hause aus? Da kommen wir später noch drauf. Da hat sich natürlich die Telekom was einfallen lassen und ich gehe mal davon aus, andere Anbieter haben das auch getan. Was muss ich also machen? Hier oben steht SIP-ID, Benutzer, Ihre Telefonnummer, Bildschirmnamen, falls vorhanden, bla bla bla, Authentifizierungsname und so weiter. Das brauchen wir jetzt alles gleich, deshalb lasse ich das hier mal offen. Was brauchen wir noch? Naja, die Schlauen unter euch wissen schon, ich kann in meinem Android ist ein nativer SIP-Client eingebaut. Das heißt, ich kann in diese Dialer-App oder in die Telefon-App gehen und könnte da diese SIP-Daten hinterlegen. Das habe ich probiert, das funktioniert im Grunde auch, nur unterstützt diese Software das Number Rewriting nicht. Das heißt, wenn ihr also eine normale Nummer eingespeichert habt, 0151, bla, dann könnt ihr die nicht anrufen, denn dieses SIP will immer die 0049, also die Vorwahl für Deutschland, vorne dran haben. Es gibt Apps wie Zeuper, die werden wir gleich benutzen, die schreiben diese Nummer automatisch um und ihr könnt sofort alle anrufen, die ihr im Adressbuch habt. Bei der nativen SIP-App könnt ihr das nicht tun. Deshalb würde ich euch Zeuper empfehlen. Der hat auch noch ein paar andere coole Funktionen. Deshalb wechsle ich jetzt hier mal in meinen Play Store. Ich habe es jetzt gerade installiert. Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ist auch kostenlos, die App. Ich gehe jetzt hier auf Open. Wenn ihr jetzt eingehende Anrufe empfangen möchtet, dann solltet ihr die Batterieoptimierung ausschalten. Das sorgt dafür, dass die App immer empfangsbereit ist und natürlich einen höheren Akkuverbrauch hat. Da ich jetzt aber nur mal das hier zum Testen mache, ist mir das ziemlich egal. Die wird nicht ignoriert, genau. Das kann man abbrechen. So, jetzt gehe ich hier oben auf die Konfiguration. Jetzt jetzt wahrscheinlich auf Deutsch, aber ich glaube, das kriegt ihr hin. Und hier gibt es den Punkt Accounts und hier kann ich sagen Add Account. Hier fragt er, habe ich schon einen Account? Ja, habe ich ja bei der Telekom. Sage ich ja. Select a Provider. Naja, Telekom ist da leider nicht drin, deshalb müssen wir die Manual Configuration hier auswählen. Wir haben SIP, also wähle ich hier SIP aus. So, den Account nehmen, den könnt ihr frei wählen. Ich nenne den jetzt hier einfach mal Telekom. Sag okay. Was ist der Host? Naja, da gehen wir jetzt mal zurück auf die Seite von der Telekom. Da kann man das gerade rauskopieren. Der Host ist ganz einfach tel.t-online.de. Und jetzt müssen wir halt nochmal darauf achten, dass da keine Leerzeichen drin sind. Und zack, da war eins. Okay, also immer ein bisschen auf die Leerzeichen achten. Was ist Username, was ist Passwort? Das steht auch auf der Seite. Das Passwort, das ist das, was ihr mal bei T-Online festgelegt habt. Also wenn ihr euch ins Kundencenter einloggt, dieses Passwort ist das. Solltet ihr haben, vorzugsweise in eurem Passwortmanager natürlich. So, was ist der Benutzername? Stand doch hier auch irgendwo. SIP-ID-Benutzer, genau. Da muss man jetzt aufpassen. Der SIP-ID-Benutzer ist Ihre Telefonnummer. Ich werde den jetzt mal hier eintragen, muss den dann aber für euch natürlich unsichtbar machen. Wie trage ich den ein? +49, das muss im internationalen Format eingegeben werden, dann die führende 0 weglassen und dann kommt die Vorwahl, also in meinem Fall 6020. So, und den Rest der Nummer, den blende ich euch jetzt aus, den müsst ihr nicht wissen. So, dann kommen wir zum Passwort, das ist wie gesagt das
was ihr mal gewählt habt. Da gehe ich jetzt in meinen Passwortmanager und kopiere mir das raus. So, habe ich mir rauskopiert, füge ich jetzt hier ein. Jetzt brauche ich den Authentication User. Das ist die E-Mail-Adresse. So, das Coole ist, ihr könnt sogenannte Inklusivbenutzer bei der Telekom anlegen. Das heißt, ihr könnt jedem Nutzer bei euch im Haushalt eine Nummer zuordnen und er kriegt auch eine eigene E-Mail-Adresse, mit der er sich hier anmelden kann. So, und im Grunde war es das jetzt schon. Mehr muss man hier gar nicht eintragen. Er hat sich jetzt hier registriert und hat einen grünen Haken davor. Das kann ich jetzt hier auch nochmal wiederholen, dass ihr das nochmal seht. Zack, funktioniert. Jetzt gehe ich mal raus. Ich habe nämlich einen kleinen Trick gemacht. Ich bin nämlich im VPN drin. Und den beende ich jetzt mal. Und versuche mich jetzt mal zu registrieren. Ha, geht nicht. Schlägt sofort fehl. So, jetzt gehen wir wieder raus. Und jetzt verbinde ich mal wieder den VPN. Und sobald er verbunden ist, kann ich mich wieder registrieren. Warum ist das so? Naja, die Telekom ist ja nicht ganz blöd. Sobald das hier registriert ist, habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, zu den Konditionen eures Vertrags, des Festnetzvertrags zu telefonieren. Also ich kann jetzt, wenn ich hier zurückgehe bei SIP, einfach mal meine Kontakte aufmachen. Die blende ich euch selbstverständlich aus. Aber hier könnte ich jetzt Anrufe tätigen und wenn das eine Festnetznummer ist, natürlich kostenlos. Ich habe ja eine Festnetzflat. Und jetzt könntet ihr das ja im Grunde weltweit benutzen. Aber dazu hat die Telekom sich was einfallen lassen. Und zwar prüft ihr einfach ab, mit welcher IP-Adresse ihr euch registrieren möchtet mit euren SIP-Daten. Ich sitze jetzt gar nicht im Haushalt, wo dieser Anschluss scharf geschaltet ist. Ich sitze ein paar hundert Kilometer entfernt und kann es trotzdem benutzen. Wie mache ich das? Naja, zu Hause steht eben ein NAS und darauf läuft ein VPN. Ein VPN kann ich aber auch auf dem Raspberry Pi zum Beispiel betreiben. Da gibt es super Anleitungen für, also ist jetzt kein Hexenwerk. Und ich verbinde mich mit dem Handy einfach zu Hause in den VPN und habe dann ja die IP des Telekom-Anschlusses nach außen. Und sobald ich das habe, kann ich mich mit diesem Account verbinden und kann zu den Konditionen des Telekom-Vertrags eben telefonieren. Wo kann man sowas einsetzen? Naja, ich könnte mir vorstellen, wenn man halt im Urlaub ist zum Beispiel und günstig nach Hause telefonieren will, kann man das tun. Und ich habe auch, wie gesagt, habe schon versucht, die Sprachqualität ist gut. Ich hatte keine großen Latenzen wegen des VPNs, also war alles okay.